Als nächstes möchte ich den nächsten Referenten vorstellen, und zwar den Rabbiner Avraham Yitzchak Radbil, der eine jüdische Perspektive vorstellen wird. Und er ist seit Februar 2014 in der jüdischen Gemeinde der Gemeinderabbiner. Und zu seinen Tätigkeiten gehört eben auch, dass er Kranke pflegt, Kranke besucht oder Sterbende eben auch begleitet. Bitte sehr. Ja, guten Tag. Vielen herzlichen Dank für die Vorstellung. Danke auch für die Einladung. Es ist eine große Ehre für mich, heute hier sprechen zu können. Vielen Dank auch an die, die vor mir gesprochen haben, ganz besonders an Dr. Al-Masri, weil er hat mir den halben Vortrag weggenommen. Also werde ich keine Probleme damit haben, mich an die 20-Minuten-Frist zu halten, denn ich finde es sehr, sehr bemerkenswert, dass erstens, dass alle Verse, bis vielleicht auf ein oder zwei, die Dr. Al-Masri zitiert hat, konnte ich entweder in der Tora oder im Talmud wiederfinden. Manches eins zu eins, manches ist ein bisschen verändert worden. Und auch die Einzelheiten, die Regeln, wie man, ja, das hat man selbst schon gesehen und gelesen, und die sind bei uns auch sehr, sehr ähnlich. Vielleicht bis auf Blumen, das haben wir nicht so, aber es bestehen, wie wir sehen, sehr, sehr viele Ähnlichkeiten, und ich finde einfach nur, wir sollten uns vielleicht auch öfter darüber austauschen, und auch vielleicht könnten wir auch auf dieser Basis gemeinsam was aufbauen in der Zukunft. Vielleicht rede ich heute dann ein bisschen allgemeiner. Und alle haben heute Geschichten erzählt und Fabeln, vielleicht fange ich auch mit einer Geschichte an. Und zwar, es ist eine wahre Geschichte, und es ging um Rabbiner Kamenetzki. Rabbiner Kamenetzki ist einer der größten halachischen Autoritäten, rabbinischen Autoritäten in Amerika, ist schon betagt. Und eines Tages ist er mit seinen Enkelkindern, 3 oder 4, haben ihn begleitet, aus Amerika nach Israel geflogen. Nur sind ein paar Stunden, das können wir uns gut vorstellen. Und leider haben sie keine Plätze nebeneinander bekommen. Also so musste Rabbiner Kamenetzki in seinem fortgeschrittenen Alter alleine sitzen, und die Enkel waren überall im Flugzeug zerstreut. Aber, so Gott will, hat Rabbiner Kamenetzki einen sehr interessanten Nachbar im Flugzeug gehabt. Und zwar, das war irgendein großer Professor und Vertreter der Evolutionstheorie. Sein Name ist leider mir entfallen, ist auch nicht ausschlaggebend für die Geschichte. Und sie haben ein bisschen diskutiert, also die sind beide genug berühmt, dass sie einander übereinander zumindest gelesen haben. Sie haben ein bisschen diskutiert, sie haben eine gemeinsame Basis gehabt, Evolutionstheorie, Entstehungsgeschichte. Und während des ganzen Fluges kamen nacheinander immer die Enkelkinder zum Rabbiner Kamenetzki und haben ihn immer gefragt, was können wir Gutes für dich tun, sollen wir dir vielleicht was zu trinken bringen, was zum Essen bringen, dich auf die Toilette begleiten, vielleicht möchtest du ein Buch lesen, dieses Buch, jenes Buch. Und jede 15 Minuten ist immer einer von ihnen gekommen, bis es schon fast zu viel war. Aber der Professor fand das sehr, sehr bemerkenswert, und er fragte den Rabbiner, sag mal, wie ist es dir eigentlich gelungen, dass deine Enkelkinder sich so sehr um dich sorgen? Ich schätze mich schon als sehr glücklich, wenn ich irgendwann zu Weihnachten eine Postkarte bekomme von ihnen oder einen Anruf. Ja, die Familie lebt, ja, meine Kinder und Enkelkinder leben weit weg von mir, und ich sehe sie sehr, sehr selten. Und ich sehe, dass deine Enkelkinder sich so sehr um dich kümmern und die ganze Zeit nur darauf bedacht sind, was Gutes für dich zu tun. Hat der Rabbiner geantwortet, es ist ganz einfach. Du glaubst, dass die Menschen von Affen abstammen. Also, ja, wir sind ja eine Kette der Entwicklung. Also bist du der Verbindungsglied, deiner Meinung nach, zwischen dem Affen und deinen Enkelkindern. Und natürlich kann es dann vorkommen, dass deine Enkelkinder sich auch ein bisschen schämen, wenn sie zurückdenken, woher sie stammen, weil kein Mensch assoziiert sich gern mit einem Affen.
Bei uns ist es ganz anders. Wir glauben, dass wir von unseren Vorvätern Abraham, Yitzchak, Jakob abstammen und dass Moses einst am Berg Sinai die Tora bekommen hat, die uns unsere Lebensweise lehrt. Und das Wissen darüber haben meine Enkelkinder, ja, von meinen Kindern und von mir bekommen. Und ich bin für sie der Verbindungsglied zwischen unseren Vorvätern und ihnen. Und ohne mich können sie sich auch auf ihre Abstammung nicht berufen. Und aus diesem Grund, ja, wenn sie zurückdenken an unsere Vorväter, dann sind sie natürlich sehr, sehr stolz, dass es auch mich gibt, der diese Verbindung zwischen denen und den Vorvätern und meinen Enkelkindern darstellt. Und ich glaube, es ist eine lustige Geschichte, es ist eine wahre Geschichte, aber ich glaube, diese Geschichte, diese Diskussion zeigt uns sehr gut auch die Problematik in der modernen Gesellschaft. Ja, wir leben in einer Gesellschaft, die sich sehr schnell weiterentwickelt, was sehr gut ist, die sehr leistungsorientiert ist. Und ich glaube, dass wir manchmal so ein bisschen die Gefahr laufen, über die alte Generation zu vergessen. Denn früher war es ja so, dass sehr oft hat der Sohn den Beruf des Vaters übernommen. Man hat sich viel mehr auch auf das Wissen unserer Eltern und Großeltern gestützt. Man hat sich viel mehr mit ihnen beraten, als es heute der Fall ist. Heute kann ich alles googeln. Heute gibt es Wikipedia. Ich muss mich bei niemandem mehr erkundigen. Aus diesem Grund glaube ich, dass der Respekt und auch die Verbindung zwischen der letzten Generation und dieser Generation, dass da eine sehr große Kluft entsteht und dass die Verbindung einfach nur nicht mehr so stark ist. Und ich glaube, wir sehen, wie die moderne Gesellschaft sich entwickelt, dass es immer weniger Respekt gegenüber den Eltern gibt. Ja, diese Beispiel mit der Tür war sehr, sehr gut. Ich sehe es jeden Tag beim Busfahren. Es ist heute aus irgendeinem Grund nicht mehr üblich aufzustehen, wenn ein Elter in den Bus kommt. Was früher immer als Selbstverständlichkeit. Und ich glaube, hier und genau hier wird unsere Rolle der Religion sehr, sehr deutlich. Wir müssen den Menschen beibringen, den Respekt beibringen, die Dankbarkeit, die Anerkennung, die Tatsache, dass ohne den Elterngeneration gäbe es uns nicht. Und wir verstehen uns, ja, die Religion, als ein Haus, welches auf einem Fundament aufgebaut ist. Und ohne diesem Fundament könnte unser Haus nicht bestehen. Ja, die Muslime berufen sich auf Prophet Mohammed, die Christen auf Jesus, wir berufen uns auf Moses. Das sind unsere Fundamente. Unsere Fundamente sind in den Generationen vor uns. Und ohne den verstehen wir, unser Selbstverständnis würde gar nicht existieren ohne diesem Fundament. Und ich glaube, diese Message, diese Botschaft ist sehr, sehr wichtig nach außen zu tragen. Und gerade in dieser Zeit, wo der Entwicklungsfortschritt viel, viel schneller ist, ja, die Welt entwickelt sich viel schneller, als es früher gewesen ist, und wo wir die Gefahr laufen, dass diese Kluft immer größer wird. Jüdische Pflegeethik. Im Zentrum steht bei uns immer der Mensch. Und zwar der Behandelnde, der Patient. Und die Kosten, die personellen Bedürfnisse, ja, und alles andere spielen dabei absolut keine Rolle. Es geht nur um den Menschen. Der Mensch steht im Vordergrund und wir müssen alles für ihn tun. Es ist, wie vorhin zitiert, steht, dass jemand, der einen Menschen rettet, rettet die ganze Welt. Und wer einen Menschen umbringt, bringt die ganze Welt um. Und es steht bei uns im Talmud, denn nur für einen Menschen wurde die ganze Welt erschaffen. Ja, und das heißt, jeder
hat das Recht zu sagen, für mich wurde die ganze Welt erschaffen. Ja, 6 Tage hat Gott gearbeitet, um eine perfekte Welt für jeden Einzelnen für uns zu schaffen. Und wir haben die Pflicht, jedem von uns, ja, also gegenseitig, uns diese perfekte Welt auch zu bieten und den Menschen zu helfen, in dieser perfekten Welt zu leben. Und dass er sich auch demnach fühlt. Ja, jeder Mensch ist ein König, jeder Mensch ist eine Welt für sich. Und aus diesem Grund erstens stellt sich gar nicht die Frage, ob man das Leben von einem anderen Menschen verkürzen kann. Ja, woher nehmen wir das Recht, ein Leben als lebenswert und ein anderes Leben als nicht lebenswert zu betrachten zu können? Ja, wenn wir damit anfangen, dann sind die Grenzen ganz, ganz schnell verwischt. Ja, wir haben gesagt, die Würde des Menschen, jedes Menschen, egal in welchem Zustand er sich gerade befindet, ist unantastbar. Und ich glaube, hier ist auch eine sehr große Rolle der Religion, weil wir müssen darauf bestehen, dass die Moral, die absolute Moral, nur von Gott kommen kann. Wenn ein Mensch anfängt, die Moral zu definieren und ein Leben als lebenswert und das andere Leben als nicht lebenswert zu betrachten, dann sind die Grenzen ganz schnell vermischt. Wir wissen aus der Geschichte, wie schief das alles gehen kann und zu was das führen kann, wenn wir anfangen, die Menschen in unterschiedliche Gruppen zu unterteilen. Aber es steht bei uns auch, dass da es alles für den Patienten gemacht werden soll, ist es auch unsere Pflicht, das Leiden des Patienten so viel wie möglich zu minimisieren, zu verringern. So. Und manchmal könnte es dazu kommen, ein banales Beispiel, jemand leidet an sehr großen Schmerzen und wenn wir ein Schmerzmittel geben, dann kann es sein, dass er das unter Umständen sein Leben verkürzen kann. Und bei uns ist es so, dass wir uns nicht sicher sind, dass das Leben verkürzen wird, aber dieser Mensch gerade sich unter sehr großen Leiden befindet, ist es unsere erste Pflicht, sein Leiden zu verringern. Und was unter Umständen eintreffen kann, ist in diesem Fall nicht mehr so relevant. Ich habe ein Beispiel zur Moral vergessen, wie es heißt, was passiert, wenn die Menschen anfangen, Moral zu definieren. Ich habe über einen Fall gehört, in London war das, und zwar ein jüdischer Patient lag im Sterben und es war klar, dass er in einer sehr absehbaren Zeit sterben wird. Also es hat sich wirklich nur um Stunden, vielleicht um wenige Tage gehandelt. Das Problem war, dass es gerade die Weihnachtszeit gewesen ist. Und das begleitende Ärzteteam wollte nach Hause zu ihren Familien. Also sind sie zu der Familie gekommen, des Patienten, haben gesagt, vielleicht sollten wir sein Leiden verkürzen und alles ein bisschen beschleunigen. Und Gott sei Dank gab es dort auch einen Rabbiner, der natürlich sofort protestiert hat. Und dieses Ärzteteam haben versucht, ihn tatsächlich zu beweisen, dass er in diesem Moment sehr unmoralisch handelt. Wieso? Weil dieser Patient, der sowieso gleich sterben wird, hält das ganze Ärzteteam davon ab, mit der Familie Weihnachten zu feiern. Ja, so viel zu der Definition von moralisch und unmoralisch. Und wenn wir diese Definition der Menschen ohne Gott dabei einzubeziehen, überlassen. Das alles ist unsere Pflicht nach außen, denn eine Gesellschaft, der immer säkulärer wird, zu tragen. Und letztendlich, wir haben auch über das Gebot der Nächstenliebe gesprochen. Bei uns im Judentum ist es das zentralste der Gebot, die Regel, die große Regel der Tora. Und letztendlich sollte sich einfach nur jeder fragen, wie würde ich gern
an seine Stelle behandelt werden. Ja, das heißt, liebe den Nächsten wie dich selbst. Genau, du sollst den anderen nicht das antun, was du nicht möchtest, das, was dir angetan wird. Und so müssen wir es auch gegenüber den anderen verhalten. Und es geht nicht, eigentlich nicht nur um die Pflege, sondern auch allgemein um die zwischenmenschliche Beziehungen. Vielen Dank.